Ja, und damit willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in TS Classic. Wir sind wieder auf der Strecke St. Pölten nach Wien-Westbahnhof unterwegs. Wobei heute in umgekehrter Richtung, Wien-Westbahnhof nach St. Pölten, mit dem Regional-Express mit der 1144 oder der Alpenheuler. Und das ist ein Szenario von Domi. Und da ist wieder einiges los. Hier in Wien-Westbahnhof werden wir eine schlechte Performance haben. Danach wird es dann aber besser. Wir haben es mit Ansagen vom RWN Hansa. Den blende ich aber an der Stelle nicht ein. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein, machen die Pause weg und tun die Lok aufrüsten. So, erstmal Batterie ein. Na, Batterie, hallo? Batterie ist ein. Holen wir hier den Schlüssel rein. Ah, ich glaube, das war hier. Stromabnehmer vorwählen. Beide, ich hätte gern den zweiten. So, und heben. Abschalter ein. So, und die Türen auf. Sehr gut. So, Geschwindigkeitsvorwahl machen wir auf 40. Sie fahr aus. Guten Morgen und willkommen an Bord dieses Zuges mit der Nummer 3359, der nach Spülten fährt. Er hält in Wien-Hütteldorf, B-Wien-Zentrum, Tulnerbach-Pressbaum, Pressbaum, Eichgraben-Altlengbach. So, während die hier die Ansage macht. So, da, unsere Lok. So, da, 1144-040. Und hinten City Shuttle Doppeldecker. Wobei, wir haben da hier nochmal den Kerl hier drin. Und ganz zum Schluss den Steuerwagen. Nicht erpassen. Okay, wir gehen mal hier wieder rein. So, links und rechts gehen die ganzen die Türen auf. Das kommt von dem City Shuttle, City Jet da hinten. Sorry. So, sollte eigentlich jeden Moment losgehen. Okay. Der Herr Hansa meint schon, wir wären fertig. Wir sind es aber noch nicht. Wir warten. Jetzt sind wir fertig. Okay, dann Abfahrt. Halt. So. Ich werde jetzt auch gleich schon mal die Instrumentenbeleuchtung mit anmachen. PCB ist scharf. Und schneien soll es heute bei der Fahrt eigentlich nicht. Da war nur neblig und halt Winter. Nächster Halt ist Wien-Hütteldorf. Planmäßige Ankunft um 8.58 Uhr. Also, sofern es noch nicht aufgefallen ist, das ist die 1144 mit LZB. Werden wir aber heute nicht brauchen. Ich glaube, mit der bin ich auch noch nie aktiv gefahren mit der LZB. Also, momentan schwirren wir da irgendwo bei 20 bis 30 FPS rum. Wird dann bald besser. Also, gerade nach Hütteldorf. Ist dann eigentlich okay. War es zumindest in der Testfahrt. Jetzt muss man den Dummy schon lassen. Also mit Loks und Co. vom Rollpark her, da spart er nicht. So, hier ist 90 angesagt. Oh hey, ganz schlecht gerade mit den FPS. So, dann gehen wir mal nach oben. Schnell weg aus Wien. Performance-Monster hier. Ich würde es mal interessieren, wenn ihr auch die Strecke habt, wie eure Performance so ist, wenn ihr da beim Wien-Westbahnhof seid.
So, hier haben wir VMAX 95. Und ich glaube, die alte Strecke, die wir jetzt dann fahren werden, die ist dann recht schön. Also ich habe die ersten 10 Kilometer gesehen davon. Macht Lust auf mehr. Auf jeden Fall interessanter als wie die Schnellfahrstrecke. Die macht dann halt Spaß, wenn man wirklich was fährt, was entsprechend VMAX hat, wo man halt mal Gas geben kann. Und 100. So, langsam tun sich die FPS normalisieren. Kommen schon auf die F40 hin. Und da vorne heißt es langsamer werden. Nächster Halt, Wien-Hütteldorf. Hütteldorf, mein Gott. Also dieser neue ÖBB-Gong, ich weiß nicht. Also ich habe es jetzt so eingestellt, dass dieser neue ÖBB-Gong hier für die internen Zugansagen kommt. Der alte Gong nach wie vor am Bahnhof zu hören ist. Ah, keine Einfahrt. Doch. Aber mit 40. Einmal auf den alleräußersten Bahnsteig. Hallo Stellberg. Sehr gut. Und wir werden da. So, gehen wir hier mal wieder auf die neutrale Stellung. Schauen wir uns das mal an. Ja, perfekt. Ja, wir haben sogar eine Fahrgastansicht hier drin. Und auch hier. Cool. Ausfahrt auch mit 40 und dann geht's schon in diesem Segment, wo wir die neue Strecke dann gleich sehen werden. Für einen Moment. Und dann. Erinnern Sie daran, dass das Rauchen innerhalb des Bahnhofs verboten ist. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Ja, keine Sorge. Wir werden schon hier nicht rauchen. Gleis 1. Der Gang ist einfach so viel schöner. Halten Sie sich von den Türen fern. Ah, vermisse ich schon ein bisschen. Okay,
Abfahrt. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht zu schnell fahre. Oh, komm, lass mich befreien. Jetzt. So. Los geht's. So, was haben wir da vorne? 85. Das ist auch so ein österreichisches Ding. Mit Sachen wie 85 anfängt oder anstatt wie 80 oder 90. Ja, was für eine schöne Lok. Stolz von Österreich. Zumindest für mich. Jetzt muss man dann gleich aufpassen. Der Schwenker nach links ist dann mit 110. Oh wow, die Beleuchtung bringt es voll hier drin. Okay, und jetzt kommt gleich der Crossover. Und dann geht's ab zur alten Strecke. Und dann soll es eigentlich auch mit der Performance dann konstant sein. Sehr gut. Und einmal 100. Lass mal rollen für 100. Zentrum. Wie haben Sie das hier geschrieben? Das ist wirklich Burgersdorf bei Wien. So. Na gut. KI, was will man verlangen? Oder was hat erwarten?
So, geplante Ankunft, 9.04 Uhr. Wird jetzt in 5 Sekunden. Ja, wunderbar. 22 Sekunden Verspätung, wenn man so möchte. Schauen wir uns das mal an. Ja, perfekt. Ich könnte eigentlich einen sexy Shot machen hier. Einmal Screenshot. Oh, scheiße. Tulnerbach-Pressbaum. Fuck, 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 fuck. Kardinal Lengbach. Maria Lengbach. Neulengbach-Stadt. Neulengbach. Ollersbach, Kirchstetten, Beneu-Lengbach, Boheim-Kirchen, was ist jetzt los? Pottenbrunn. Naja, warum ist jetzt hier die Bremse hier noch an? Pneumatische Bremse, achso, deswegen. So, bitte gib Gas. Das war jetzt mein schöner Fail. Dass das Rauchen innerhalb des Bahnhofs verboten ist. So, nächster Halt. Tulnerbach, 9.11 Uhr. Ist halt blöd, wenn man hier bei einer Steigung anhält. Und der Lokführer Bravura ist. Ich muss mal ganz kurz was einstellen. Okay, fertig eingestellt. 120 ist hier angesagt. Ich glaube, ich sehe da was Gelbes schimmern oder ist es nur Einbildung? Naja, ist Einbildung. Mein Kollege. So, Licht könnte man eigentlich wieder ausmachen. Sieht ja ganz nach freier Fahrt aus hier. Wir haben es noch, naja, knapp 4 Kilometer. Das wäre auch mal eine schöne Strecke, um Transport Fever das nachzubauen. Das fällt mir auch bei meiner Map. So eine richtige schöne Bergstrecke. Aber auf der Insel, wo ich bin, kann man das kaum umsetzen. Außer ich mache mega Terraforming. Vielleicht mal in der Staffel. Also in der nächsten Staffel dann. Dass wir dann überlegen, wir machen mal extrem hügelig. Ja. Jetzt ist aber gelb. Komm, elektrische Bremse, geh rein. Brems, 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 brems. Mensch, warum geht's jetzt runter auf 60?
Alter, der ist uns irgendwie auf rechts weg, irgendwie. Nächster Halt, Tulnerbach-Pressbaum. Das war da erstaunlich, weil sie gut bitte gesagt. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteig. Na, was machst du jetzt mit uns? Ja, wir fahren nach rechts. Okay. So, Ankunft 9.11, jetzt ist 9.9, jetzt wird es gleich 10. Ja, wunderbar, on time. Stimmt es auch hier rein? Ja. Ja, ich hätte noch ein bisschen flotter reinfahren können. Ja, ein bisschen verbremst. Einfahrt war okay, aber das war zu wenig Bremsen. Schauen wir mal. Ja, wobei, wir sind noch drin. Heute kann ein- und aussteigen. Ah, mit dem Steuerwagen bin ich auch schon lange nicht mehr gefahren. Ich habe das letzte Mal auf dem Dreiländereck. Dass ich mit dem unterwegs gewesen bin. Okay. Wir haben jetzt hier erstmal 40 Sekunden Halt. Ich werde das Ganze mal kurz nutzen für die Mikropause. Für euch ist es nur ein Augenblick. Bis gleich. Und schon bin ich wieder da. Eine kleine Mikropause. Wie versprochen. Abfahrt sollte eigentlich auch jeden Moment da sein, da kommt da schon die Ansage. Gleis 2. Bitte mal kurz was einstellen. Die Abreise steht unmittelbar bevor. Wo kann ich einstellen, dass er diesen Final Sound nicht macht? Ich glaube, das kann ich so gar nicht. Okay. Oh, das ist gerade mal einen Kilometer entfernt. So, währenddessen schaue ich noch meinen RW-Enhancer, ob ich das nicht doch irgendwo abschalten kann. Axtos, General. Nee, kann ich nicht. Schade. Schauen wir, dass wir den nächsten Halt besser hinkommen. Dahin bekommen, so. Deutsch, schwere Sprache. So, müsste gleich da vorne sein. Geplante Ankunft 9.15, 9.13 ist es jetzt. Da ist er ja, der Bahnsteig. Oh, mein Kollege. So, da sind sogar ein bisschen zu früh. Interessante Kombi, wie du da gerade unterwegs bist.
Sind da die Doppelstockwagen ausgegangen? Oh, da hat bei sich sogar Wiesel draufstehen. Ich glaube, ich habe bei uns keinen Wagen, oder? Nee. City Shuttle, City Shuttle. Was war denn das jetzt für ein Halt? Wir wünschen Ihnen allen eine angenehme Reise. Das waren jetzt vielleicht 3 Sekunden halten. Tür auf, Tür zu. Ich hab's eilig. Okay, wir bleiben jetzt noch eine Minute hier. Wir könnten uns eigentlich in der Umgebung mal umschauen. Ganz Bergdorf hier. Ist ja echt mitten im Nirgendwo. Jetzt beispielsweise habe ich 60 FPS. Aber trotzdem hat er immer wieder diese Hänger. Was haben wir eigentlich hier? Einschränkung Fahrmotor. Gleis 2. Bitte halten Sie sich von den Türen fern. Was ist das? LZB untauglich. 31.08.18. SEB geht nicht. Alles klar. Brauchen wir auch nicht. So. Abfahrt. Jetzt kommt er damit, dass er einen Busteilnehmer erkannt hat. Seriously? Wow. Bisschen spät. So. Nächste Haltestelle. Eichgraben. Was? Altlengbach? Ich bin mal gespannt, wie die KI das dann aussprechen wird. Also richtig schön in die Kurve reinbiegen. So lobe ich mir das. Ich habe so Angst, in die Außenansicht zu gehen mit aktiver PZB. Ja, wobei da vorne ist grün. Können noch ein bisschen Cinematic machen. Komm, mach mal seitlich. Ach man. Spielverderber, das Spiel. Oh, alter Bahnhofsanzeiger. Noise. Hier große Ausweichstelle für Güterzüge und so weiter, oder wie? Ja, da geht auch noch ein Gleis irgendwo da hin. Ah, da hat es sogar einen Bahnsteig. Unsere Sicherheit bitten wir Sie, Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt zu lassen und uns jedes Paket oder jeden Gegenstand zu melden, den Sie für verdächtig halten. Wir danken Ihnen für Ihre Wachsamkeit. Das ist aber eine ziemlich laute Ansage. Wenn wir das hier drin hören. So, ab in den Tunnel.
Der ist eigentlich ähnlich gut gemacht wie der auf der Schnellfahrstrecke. Sieht gut aus. Ich muss auch sagen, so von der Szenerie her ist es besser als wieder Durchschnitt, was ich so von RSSLO kenne. Man könnte sich das Ganze nochmal beim Grünen anschauen, aber so was ich da so sehe, sieht es okay aus. Yeah, 95. Ich muss da irgendwie immer an Gleis 9 3 Viertel denken, wenn ich diese Schilder sehe mit 5 km/h mehr. Oh, Taurus! Moin! Ziemlich laute Taurus. Ja, da mal ein bisschen weg. Nächster Halt, Eichgrabenalplengwa. Okay, das habe ich kaum verstanden. Irgendwie eine harte optische Täuschung. Also ich habe irgendwie das Gefühl, es geht bergauf, aber es geht bergab. 6,5. Oha. Wow! Wow, war das jetzt gerade laut? Holy shit! Ich hoffe, ich denke gerade im Edit, das leiser zu machen. Holy shit! Was ist denn jetzt der Bahnsteig hier? Da ist er. Schön hinter der Kurve versteckt. So, eine Minute Verspätung. Und Türen auf. Holy shit. Was ist denn das für eine Neigung hier? Ich glaube, da braucht es nicht mehr viel und die kippt um. Ist da... Hat es da echt so eine Neigung hier drinnen, echt? Eichgraben... Muss ich mal ganz kurz ein Foto machen. Ich muss das mal später nachchecken, ob es hier wirklich so krass ist mit der Neigung. Heftig. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Gleis 2. Bitte halten Sie sich von den Türen fern. Na, Bremse? Dankeschön. Nächster Halt, Maria Ansbach in 4 Kilometer Ankunft, 9.27 Uhr.
Boah, das Quietschen ist echt eklig. Ist draußen sogar noch angenehmer. Und 85. Noch schneller, 95. Freut mich. Komm mal schneller an. Na, soll das sicher gleich umschalten auf Bremse. Das soll gar nicht umschalten. Jetzt soll er umschalten. So, was haben wir hier? Irgendwas mit Oberndorf oder so. Konnt's nicht lesen. Und wieder runter auf 90. Nächster Halt, Maria Ehrensittbach. Ehrensittbach. Ansbach. Ja, ein bisschen Strom generieren. Freut sich die ÖBB, wenn wir hier Geld sparen. Schon so ein kleiner Dampfhammer. Wir erinnern Sie daran, dass das Rauchen innerhalb des Bahnhofs verboten ist. Okay, ich glaube, das müsste reichen. So, Türen sind offen. Ja, das reicht ja super. Oh, mein Foto hier. Oh, jetzt ist der Masten hier im Weg. Keine Ahnung, irgendwie. So, ich glaube, das sieht ganz cool aus. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Gleis 2. Bitte halten Sie sich von den Türen fern. Oder festhalten für Freestyle-Mitfahrer. Mitfahrtsgelegenheit, so. Wird noch ein bisschen kalt. Nächster Halt. Neulenkbachstadt in 2 Kilometer. Ankunft um 9.30 Uhr. Sehr knapp. Nächster Halt,
Neulengbachstadt. Oh, jetzt dürften wir sogar 100 fahren. Wir müssen aber anhalten. Wir erinnern Sie daran, dass es verboten ist, im Bahnhofsbereich zu rauchen. Ach nö. Moin, Kollege. Ja, und hinterm Bahnsteig dann wieder 60 weiter, so wie es aussieht. Wunderbar. 50 Sekunden Verspätung. Noch pünktlich. Das könnte so ein Winterskidorf sein hier. Und wenn man sich da so die Bahnhofsgebäude anzieht. Hey, geht's da hinten rein? Mal gucken. Bitte versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, die Türen zu öffnen, und bleiben Sie auf Ihren Plätzen sitzen. Was zum... Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Hä? Was war das jetzt mit den Türen öffnen? Sag mal, wir stehen da auf freier Strecke? Nächster Halt, Neulengbach. Ja, das ist... Wir erinnern Sie daran, einen Kilometer, dass es verboten ist, im Bahnhofsbereich zu rauchen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. So, weiter geht's mit 60. Ah, ist vermutlich wie bei der... War das der erste oder der zweite, wo wir da rechts wechseln? Einmal ausweichen. Oh, was? Warum das denn? Jetzt keinen Bahnsteig oder was? Doch, da hat's einen Bahn. Hä? Also, ich weiß nicht. Da hätten wir jetzt doch locker flockig hier anhalten können. Ist doch Platz da. Jetzt aber noch einige Sperrgleise. Das scheint eine Industrie hier zu sein. Und da hat es keinen Prellbock. Macht bestimmt Spaß, wenn man hier drüber hinausfährt. Gleis 2. Bitte halten Sie sich von den Türen fern. Angenehme Reise. Ja, wir sind schon wieder vorne. Einfach keine Zeit zum Umsehen. So, komm. Fahr ab. So, nächster Halt. Ollersbach, 9.36 Uhr. Alles grün da vorne. Nice.
So, also jetzt hoffentlich wieder auf die rechte Seite. Oder auch nicht. Oder doch. Ja, geht rechts. Schräg, aber okay. Jetzt hat er zum Beispiel da warten müssen. Ja, das war irgendwie sinnbefreit. Sorry, Kollege. Kann nichts dafür. Hab einen doofen FTL. Glaube ich zumindest. Oh, jetzt fährt er auch los. Boah, diese Soundkulisse. Aufpassen mit Bremsen, wenn ich so schnell fahre. Nächster Halt, Ollersbach. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteig. In Ollersbach sollte man jetzt sein. Wunderbar. Ja, minimale Verspätung. Eine Minute. Kann man durchgehen lassen. Das ist so ein 810 Dorf, so wie es aussieht. Ich würde eigentlich mit der Kamera mal hier bleiben. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Gleis 2. Bitte halten Sie sich von den Türen fern. Die Abreise steht unmittelbar bevor. So. Abfahrt. Bitte fahr los. Sehr schön. So muss das. Fällt mir gerade ein, der L44 oder der L40, die fehlt mir noch als Modell, also als Standmodell. Wenn zufällig jemand eine hat und die kann auch defekt sein, gerne bei mir melden. Kaufe ich gerne ab. Kommt dann in die Vitrine rein. Nächster Halt, Kirchstetten B. Neulengbach. Wir erinnern Sie daran. Boah, die nächste Güterschleuder. Im Bahnhofsbereich zu Raum. Wir lassen Sie mit dem Verständnis. So, Maximum Braking. Also E-Braking.
So, da minimalistische Verspätung. Ja, ich würde sagen, pünktlich. Kann man stolz auf mich sein. Das ohne Zwangsbremsung. Schönes Bordhausgebäude. Pottenbrunn, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen allen eine angenehme Reise. Gleis 2. Bitte halten Sie sich von den Türen fern. So, Abfahrt. Nächster Halt, Boheimkirchen in 5 Kilometer. Da kann man endlich mal ein bisschen Geschwindigkeit machen hier. Mal lieber aufs Fahren konzentrieren. Ich glaube, allzu weit nach St. Pölten dürfte es eigentlich nicht mehr sein. Ach nö, schon wieder 60. Wissen wir. Für Ihr Verständnis. So, wo ist jetzt die 60er-Tafel? Ah, da hinten. Oder besser gesagt, Signal. Der Bahnsteig selbst ist da vorne. Ja. Ist auch wieder so eine kleine Industrie hier. Jetzt sind die Verspätung. Haben wir jetzt eigentlich alles abgetickt? Ah, nee, nicht alles abgetickt. Ah, so ein Shit.
Ja, gut, ist wie es ist. Aber ich hätte gesagt, die allgemeine Fahrperformance war jetzt nicht schlecht bisher. Wir erinnern Sie daran, dass das Rauchen innerhalb des Bahnhofs verboten ist. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Schon wieder Taurus, Kollege. Oh, mit Diesel gespannt. Interessant. Die Abreise steht unmittelbar bevor. So, wieder ausblenden hier. Na, was haben wir hier? 80. Okay. Und wieder zurück auf Streckengeschwindigkeit. Maximum Schmackes. Klasse, komm, brems. Okay, und jetzt haben wir... Jetzt wieder... Oh Mann! Voll die Entschleunigung hier. So, 2 Kilometer noch bis Bottenbrunn. Schauen wir mal, ob wir da ein bisschen Zeit reinfahren können, indem wir sportlicher bremsen. Okay, das ist jetzt sportlich bremsen. Aber wirklich was gebracht, glaube ich, hat's nicht. Nö. 2 Minuten Verspätung. Aber immerhin, nur 2 Minuten. Ja, dann werden wir dann gleich mit Vollschmackes wegfahren. Wird aber ja auch nicht abticken, oder? Er hat den letzten schon nicht abgetickt. So gemein. Gut, tschüss mal. Bitte halten Sie sich von den Türen fern. So, Vollschmackes. Bitte nicht durchdrehen, bitte nicht durchdrehen. Boah, wie die wegzieht. Fahrgäste haben die Freude.
Vor allem die älteren Herrschaften. Yes, 160. Und jetzt, was so witzig ist, zum Schluss noch mal eine Zwangsbremse. So, Highspeed. Mehr geht nicht. Oh oh. Oh, Maximum Braking wieder. So ein Shit. Komm, werd langsamer. Na komm, bleib in der E-Bremse drin. Müssen wir jetzt echt vor St. Pölten nochmal anhalten. No. Really? Ja, doch. Och nö. Ja, aber da kann ich ja gar nicht on time sein. So ein Beschiss. Da, 3,50. Das geht gar nicht. Och Mann. Unser Zug ist derzeit gestoppt. Bitte versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, die Türen zu öffnen und bleiben Sie auf Ihren Plätzen sitzen. Jetzt schaue ich aber nach, ob das ein Fehler ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Oder ob wir Einfahrt haben. Nee, das sieht gut aus. Sieht gut aus. Doch, die Einfahrt hätten wir eigentlich. Nur mal tappen. Ich kann nicht tappen. Ich mach das mal als Szenariofehler. Und wir fahren da jetzt mal drüber. Oh, PCB, bitte sei jetzt lieb. Wenn wir jetzt mal den Befehl schmeißen. Arsch! Mann, ich hab's doch gedrückt. Mann. Ja, da kommt der Kompressor. Okay. Abfahrt, komm.
wenigen Augenblicken wird unser Zug in Stölten, unserem Endbahnhof, ankommen. Geil. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie nichts im Zug vergessen haben. Liebe KI, ST ist Sankt. Wir erinnern Sie daran, dass es verboten ist, im Bahnhofsbereich zu rauchen. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Reise und wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Ja, beidesgehend. Das letzte Signal war jetzt ein bisschen doof. Verdammt, und ich wollte ohne Zwangsbremsung fahren. Aber jetzt bin ich ein bisschen unschuldig, weil ich hab's echt gedrückt. Ah, das war jetzt ein bisschen zu viel Bremsen. Komm, ein bisschen nach vorne noch. Bisschen noch. Naja, Double Fail hier. Und weiterziehen. Okay. Wir haben es geschafft. Und alles ist hier drin. Und jedes Paket oder jeden Gegenstand zu melden, den Sie für verdächtig halten. Ja, alles klar, KI. Wir danken Ihnen für Ihre Wachsamkeit. Also, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein bisschen eine chaotische Fahrt, aber weitestgehend, glaube ich, war es okay. Bis auf den Schluss jetzt hier und der kleinen Verspätung. Schade, dass wir da eine kleine Störung im Signal hatten. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns bei der nächsten Fahrt. Ich wünsche euch eine gute Fahrt, bleibt gesund, bis bald. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.